willkommen zum Gartenrundgang hier im Februar. Wunder dich bitte nicht, das ist ein bisschen später hochgeladen. Ich habe es aber tatsächlich am 1. Februar aufgenommen hier. Und ich werde dir ausnahmsweise mal nicht den Rest des Gartens zeigen, sondern nur die Hochbeete hier, weil im Rest des Gartens hat sich seit Januar nicht viel getan. Das ist alles beim Alten. Ich beginne hier einfach mal beim ersten Hochbeet, was ich hier gemacht habe. Ich war nämlich schon wieder im Garten gewesen, das erste Mal dieses Jahr. Und der Grünkohl, der wächst hier super. Ich habe hier in der Mitte den Porree hier entsorgt. Hier, ja, die Karotten, keine Ahnung, ob die noch was werden. Die habe ich ja letztes Jahr ganz spät im Oktober gepflanzt. Die sind jetzt klein, mal gucken. Vielleicht kann ich die irgendwann im März ernten. Paradieschen, die habe ich hier stehen gelassen. Ob die was werden, weiß ich auch nicht. Und hier in der Mitte habe ich mir extra notiert, habe ich Knoblauch gesteckt am 1.2. Ich notiere mir jetzt auch immer die, ja, den Monat, wann ich hier irgendwo was gepflanzt habe, dass ich das so ein bisschen beurteilen kann. Da sind noch zwei fette rote Beete, das sind noch Reste. Hier übrigens habe ich jetzt die Wintererbsen, die ich vorgezogen hatte, auch im Oktober gesetzt. Die sind jetzt hier reingekommen und mal gucken, ob sie was werden. Sehen nicht ganz so gut aus, sind ein bisschen schlapp, mal schauen, ob das was wird. Rote Beete hier, das ist auf jeden Fall eine Kultur, die kann man das ganze Jahr über ernten. Vielleicht habe ich einen einzigen Monat Lücke, aber sonst habe ich immer rote Beete. Ja, Spinat hier geht auch immer. Ne, der sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Ist, wie gesagt, schlecht durch den Winter gekommen. Reicht vielleicht noch für ein kleines Pesto. Für eine große Mahlzeit wird es wohl nicht mehr ausreichen. Gehen wir weiter hier zum neuen Hochbeet. Ne, hier sind auch wieder ein paar letzten rote Beete hier. Ganz viele habe ich entsorgt. Hier war ja alles voll noch damit. Ja, hier ist im Moment Leerstand. Das mag ich eigentlich gar nicht. Wie gesagt, der Porree hier, der kommt auch noch weg. Da haben wir ja viel zu viel gepflanzt und den Porree, den essen wir gar nicht. Auch hier habe ich noch den zweiten Standort, wo ich hier ein paar Wintererbsen gemacht habe. Das heißt, die sind im, ja, ich denke mal so im März, April sind die dann schon reif. Dann haben wir ganz früh Erbsen, das ist super. Hier stehen jetzt noch Karotten, die habe ich einfach mal drin gelassen. Also die sind noch nicht matschig, gar nichts. Die schmecken nur nicht so, ja, so besonders wie im Sommer. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wenn du weißt, woran das liegt, schreib es bitte in die Kommentare, ob vielleicht der Zucker da im Winter rauswandert. Keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall gefühlt nicht so süß. Oder vielleicht, weil sie mittlerweile groß und alt sind. Ja, hier hatte ich Salate vorgezogen. Ich weiß gar nicht mehr genau was. Ich meine, Bacchieu ist das hier gewesen und White Boston oder nee, Great Lakes ist es gewesen. Also einen Eisbergsalat und einen so normalen Kopfsalat. Ja, hier haben wir den Bacchieu, den habe ich tatsächlich am 1.10. hier draußen in diese Platten hier ausgesät und die habe ich einfach nur oben aufgesetzt, nur so einen Zentimeter eingebuddelt, so macht man das bei Salat, weil dann hängen die Blätter nicht so auf der Erde und die wachsen so ganz prima. Ich habe mir deswegen immer jetzt hier Schilder gemacht, wann ich was hier reingesetzt habe. Hier noch ein paar Wintererbsen, die kennst du ja schon. Ja, dann haben wir hier die Winterheckenzwiebel, die habe ich auch letztes Jahr im Oktober, glaube ich, ausgesät hier tatsächlich ins Beet. Da ist noch nicht so viel passiert, aber ich denke mal jetzt, wenn es ein bisschen wärmer wird, so März, wir haben ja noch Februar, das wird jetzt nochmal kalt, aber wir haben jetzt so um die 10 Grad hier gehabt, zwei Wochen lang und jetzt geht es wieder runter auf 0 und danach, denke ich mal, wird das dann hier tatsächlich mal ein paar Fortschritte machen. Auch hier sind immer noch mehr Lauchzwiebeln da. Ich hoffe, dass wir ganz früh im Jahr Lauchzwiebeln ernten. Hier habe ich den Great Lakes, den Eisbergsalat hingepflanzt, auch wieder hier so die Töpfe aufgesetzt. Ja, ob die was werden, die sehen, wie gesagt, wenn du genauer hinguckst, da sind ein paar gelbe Stellen bei. Die haben natürlich harten Frost abbekommen. Mal gucken, ob die das abkönnen oder nicht. Ich glaube aber schon. Hier haben wir noch einen Rosenkohl, der wird dieses Jahr nichts mehr. Die Zwiebeln sind auch matschig, die kommen auch noch raus. Hier wieder ein Karotten, die sind, glaube ich, einen Monat älter als die, die du da hinten gesehen hast. Ja, und in diesem Beet hier, da tut sich fast noch gar nichts. Da müsste jetzt auf jeden Fall noch was rein. Hier ist sehr viel Leerstand. Wir lassen übrigens immer diesen ganzen alten Sachen hier, die lassen wir auf dem Beet liegen. Das gibt alles Nährstoffe. Das haken wir immer nur vom einen zum anderen Ort und dann vergammelt das nach und nach. Und so spart man sich auch viel Unkrautjäterei. So wie hier zum Beispiel, da ist natürlich jetzt hier nackte Erde, da kommt natürlich viel Unkraut. Ist immer besser, da liegt irgendwas drüber. Und das räumen wir immer nur dann zur Seite, wenn wir auch was einpflanzen. Das ist so was Neues, was wir jetzt ein bisschen neu für uns entdeckt haben.
Das ist eine ganz praktische Geschichte. Dann hier haben wir noch ein bisschen Grünkohl, der wird auch noch geerntet dieses Jahr. Ich denke mal, eine Mahlzeit Grünkohl, die wird es noch geben. Oh, hier, ganz einzelne Karotte. Wie die da hinkommt, weiß ich auch nicht. Ja, hier ist der Rosenkohl, der viel zu spät gepflanzt worden ist. Deswegen, den werden wir nicht ernten können. Ja, das ist es schon gewesen. Dann zeige ich dir noch was. Wie du siehst, siehst du nichts. Hier sind zwei Platten, da habe ich dicke Bohnen reingesetzt. Die kann man auch schon immer ganz früh machen, die kann man natürlich auch direkt in die Erde setzen. Aber wie gesagt, ich mache das immer hier in den Töpfen. Dann spare ich mir ein bisschen Platz im Beet. Das heißt, die werden erstmal hier so groß ungefähr und dann kommen die erst rein. Und ja, dann kann ich mal gucken, weil ich werde im Beet nämlich noch eine ganze Menge aussehen. Den Platz brauche ich schon. Da ist zwar im Moment noch, wie du siehst, da ganz hinten in dem großen Beet ist sehr, sehr viel Leerstand. Und das wird jetzt so nach und nach gefüllt. Und im März wirst du auf jeden Fall schon richtig, richtig viel sehen. Dann wird das hier richtig abgehen. Im Moment ist noch so ein halber Winterschlaf. Und deswegen auch hier nur ein kurzer Gartenrundgang. Ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Und tschüss und bis zum nächsten Video.